Ich habe, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Bock gekriegt auf Ape Crime. Ich will irgendwie auf ein Ape Crime Video von damals reagieren gerade. Ich habe irgendwie die Lust dazu bekommen. Die haben noch ganz viele Bestellen-Videos gemacht. Ist da noch irgendwie ein geiles Bestellen-Video übrig? Die Jungs nochmal zusammenzusehen wäre doch ganz cool eigentlich mal. Lass mal kurz 0 Sterne, 5 Sterne gucken. Boah, 2,2 Millionen Klicks. Ich will mal gucken, was ist da gewesen? War das damals schon over so mit den Jungs? Oder was gespielt? Man sagt ja auch, die haben teilweise am Ende noch gedreht, weil sie mussten, sag ich mal, und nicht mehr, weil sie wollten. Boah, 2 Jahre ist das her, die alte Wohnung noch und hier und da. Wahrscheinlich gehe gerade rückwärts, weiß nicht, wo ich lang gehe. Und wir bestellen heute bei ganz vielen verschiedenen Lieferanten geiles Essen mit geilen Bewertungen und. Ja, bei Essen habe ich da dabei. Und katastrophales Essen. Und er ist gerade gekommen, haben wir schon erfahren. Nee, ist nichts geschehen hier. Krass, die haben damals noch gechillt, ne? Irgendwie komisch, findest du nicht auch? Oh nein, der Mann mit dem Messer bereitet sich vor, Freunde. Hey. Oh! Hallo! Hilfe! Entschuldigen Sie! Das geht im Haus wieder. Ja. Dankeschön. Danke! Was ist das für eine scheiß Lieferung? Einfach so kleine Nudeln und so. Da fehlt was! Hallo! Was ist das? Das finden wir raus noch, Freunde. Lino! Ja, wir sammeln erstmal alles, oder? Ja, 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 Freunde. Wir nehmen jetzt erstmal alles an. Hi. Ich find's voll strange, das Video gerade zu gucken. Ich fühle mich irgendwie so. Ich weiß nicht, ich fühle mich so komisch an, als ob ich André noch, weil es André noch da war, die Dreierkombi gerade zu hören. Sehen tun wir sie gleich erst, aber ja, irgendwie ein komisches Video. Hallöchen! Oh. Hallo Sie! Bitte, wir haben nicht bestellt! Hallo? Alter, wie Belästigung das jetzt ist. Hallo, Sie. Kleinen Moment mal bitte, warten Sie mal kurz. Richtig. Oh. Alter, wie sieht André da aus? Ja, aber hinter der Kamera sind sowas, so wie die Menschen anders. Klar, Menschen, klar ist man hinter der Kamera ein bisschen anders. Ich bin jetzt, ich würde sagen, ich bin vor der Kamera schon, also probiere auf jeden Fall sehr, sehr authentisch zu sein. Klar geht's mir auch mal schlecht. Und klar fühle ich mich auch kacke. Aber ich finde, auf Twitch zeige ich das schon ein bisschen mehr. Auf YouTube muss ich ja nicht ständig sagen, dass es mir schlecht geht, was ich meine. Aber den Boys, ich weiß nicht, ich finde es lustig, wie die das gerade machen und hier und da. Aber anscheinend war das ja alles irgendwie ganz anders in der Kamera. Zum Ende hin auf jeden Fall. Weißt du, schön bis Lieferant, da schreit jemand im Hintergrund. Ich werde gequält, Hilfe! So, jetzt wird probiert endlich. Let's go. Freunde, wir sind hier. Schaut mal unsere reich gedeckte Tafel. Wo? Pizza haben die, Nudeln haben die. Ist das Sushi? Ganz kurze Erklärung, bevor ich hier was droppe, das wird euch alle schockieren. Also, wir haben uns 5 Gerichte von den Stell dir mal vor, du musst jahrelang mit Leuten zusammen wohnen. Ja, aber die kennen sich ja schon, seit die 15 sind. Stell dir vor, du wohnst mit deinen besten Freunden zusammen. Man kriegt sich mal die Haare. Oder man hasst sich mal gegenseitig. Aber da muss ja schon was Krasses passiert sein. Es weiß man bis heute ja nicht so wirklich, was passiert ist, dass man am Ende dann wirklich sich trennt. Schlecht bewertetsten Lieferdiensten hier in unserer Umgebung bestellt und 5 von den Top. Weißt du, ganz easy. So, ich will jetzt mal kurz was sagen hier. Bei Google Rezensionen habe ich mir durchgelesen zu, das ist ein Lieferdienst dieser 5 schlechten, die wir hier bestellt haben. Ich sage euch nicht welcher, wie der heißt, sonst gibt es hier irgendeinen Shitstorm. Der Typ, der hier eine Rezension geschrieben hat, nennt sich Tyler und er schreibt, hab Chicken Wings bestellt, aber Chicken Nuggets bekommen und... Ich habe Chicken Wings bestellt, aber ich habe Chicken Nuggets bekommen. Dann habe ich auch noch ein Haar und Fingernägel in der Soße bekommen. Als ob das echt ist. Schade, dass sie nicht einblenden. Das wäre mal cool. Weil, wer weiß, kann sich auch theoretisch ausdenken. Digga, ich habe Fingernägel und Haare bekommen. Als ob, das glaube ich nicht. Eine Frechheit. Das kann man halt ehrlich nicht bringen. Als die 1 von 5 Sternen. Einer dieser Sachen ist von diesem Laden, wo da ein Fingernägel in dem Essen. Hat er noch Stern gegeben dafür? Ja, er muss ein von 5, aber. Zeig mir das Essen, das kann ich mir nicht vorstellen. Muss das ja schon echt scheiße sein eigentlich. Vielleicht finden wir auch Fingernägel. Okay, womit fangen wir an? Also, wir haben hier, wir machen immer optisch und Geschmack. Ey krass, die Boys zusammen, Leute. Die 3 Boys zusammen. Das sehen wir halt nie wieder, ne, wahrscheinlich. Nicht. Fangen wir an mit Pizza oder was? Muss auch sagen, das Video wirkt ziemlich lieblos. Sehen wir ganz ehrlich. Das wirkt schon ziemlich, ziemlich lieblos. Nimm mal die Pizza. Die 4 Boys. Ja gut, Kalle. Aber Kalle ist ja der Vater von Genghis. Die letzte Pizza. Ja, Pizza ist schon geil. Wir haben noch Steak und so. Wir haben richtig viel. Nudeln. Ja, Nudeln. Steak. Okay, Nudeln, Freunde. Komm. Nudeln günstig und... Was ist das hier für ein Talk? Nudeln teuer. Oh, Freunde. Okay, lass mal Platz machen und das nebeneinander. Mach Platz. Hier. Mach mal Platz. Öffnen wir erstmal Nudeln billig, oder? Ja, mach. Günstig, Freunde. Okay, das sind 0-Sterne-Nudeln. Nudeln günstig. Ich finde, das sieht echt ein bisschen eklig aus. Solche Notchies? Ah, das sind keine Nudeln, das sind Gnocchis. Aber schon. Ich dachte schon. Boah, stell das ja Nudeln, das wäre echt eklig. Bisschen aus. Bisschen. Okay, bra. Schauen wir mal den Vergleich an, liebe Freunde Linus. Man weiß ja nie. Hä? Krass. Was? Das ist jetzt, würde ich jetzt. Ich hätte genau das Gegenteil gesagt. Echt? Ja. Ja, das sind ja keine Gnocchis. Hä, das kann man doch gar nicht vergleichen. Das sind Gnocchis und das sind Spaghetti. Wie willst du das denn vergleichen, hä? Das ist übelster Scheißvergleich. Okay, das sieht aus wie diese gar keine. Ich finde jetzt, wo ich das angucke, das ist ja schon ein bisschen hingeklatscht alles. So ein bisschen. Das kann man doch gar nicht vergleichen. Was vergleicht ihr da bitte? Vergleicht irgendwie Äpfel mit Schwänzen? Nein, wirklich. Steak, okay. Steak günstig.
Boah, das sieht schon ein bisschen kacke aus. Also Essen ist Essen so, ne, aber sieht auf jeden Fall nicht so appetitlich aus. Sieht aus wie ein Schuh, so ein draufgedrückter, so eine Sohle. Sieht echt aus, wie es da draufgedrückt worden ist. Hey, schau mal das Teure. Deutlich besser. Okay, ja, sieht mehr Liebe aus. Hier noch Brokkoli, Kartoffeln noch natürlich. Beilagen, ne? Riesenunterschied. So. Schneid mal das Billo auf. Ja, wer bestellt jetzt Steak? Jetzt mal ehrlich, Leute. Wer zum Leben bestellt Steak? Ich weiß, es sieht irgendwie echt richtig kacke aus. Ja, ne? Das ist echt so ein Schuh, Alter. Das ist nicht ein dicker Schuh. Wie ist das andere Steak? Wir machen nur den optischen Test. Ja, viel besser. Boah, das ist richtig, das geht richtig rein. Boah, das ist ja richtig befriedigend, wie das reingeht. Guck mal, hört das mal an. Ja, wir machen nur den optischen Test. Hört mal kurz an. Test. Ja, viel besser. Hört sich auch viel besser an beim Schneiden. Oh, sieht auch viel geiler aus. Oh. Das Steak sieht aus wie das, was du frittiert hast. Besser. Kommen wir zu einer anderen Sache, die wirklich absolut Wahnsinn ist. Und zwar ein Hüftsteak. So. So. Und rein. Steak. Ist das Steak ready? Oh, jetzt ist es, kann man durchschneiden. Ist das Steak durch oder ist das zu viel? Was sagt ihr? Lieblos. Wahrscheinlich. Kann man essen. Okay, das eklige Steak oder eklige 5-0 Ding. Ey, es probiert er jetzt. Zeig mal. Kann man essen. Ja. Ja, die Kuh. Geht schlechter auf jeden Fall. Ja, okay, scheint nicht so besonders zu sein. Viel besser. Alter, jetzt mal ehrlich, ne? Ich will jetzt den Jungs nicht unterstellen. Aber was glaubt ihr im Chat? Glaubt ihr das Video? Da haben die sich schon gehasst, in Anführungszeichen? Digga, wie seelenlos reden die bitte? Viel besser. Ja? Alter, die reden so unmotiviert und so hingeklatscht, so. Ja, Mann, ist lecker. Als ob nach dem Videodreh war so, yo, haut rein, Jungs. Irgendwie enttäuscht mir das Video. Also ich muss sagen, man merkt schon irgendwie, das wirkt sehr krass lustig. Besser. Viel besser. Ohne Witz, viel besser. Also ich will hier keine 5 von 5 geben, aber ja, das ist... Okay, was ist das nächste, was die futtern? Die Verpackung. Hier sifft das schon raus, kommt alles dir entgegen schon. Bäh. Ja, okay. Boah, ist das so. Ja, die sehen ein bisschen geklatscht aus. Die haben sie echt einfach so reingeworfen, so let's go. Was so schlimm ist. Aber weiß nicht. Sag. Ja, aber ich würde es trotzdem essen. Aber ich würde da reinbeißen. Ich finde das jetzt gar nicht so grausam. Kein Vergleich. Da hätte ich keinen Appetit drauf. Boah, viel besser. Naja, seid mal ehrlich, Leute. Findet ihr die besser? Also die teure oder die schlechte? Ich finde, die schlechte sieht doch eigentlich besser aus, oder? Die schlechte Lasagne sieht doch viel besser aus als die bessere Lasagne. Guck mal, das ist die schlechte Lasagne, Anführungszeichen. Und das ist die gute Lasagne. Ich finde ehrlich, die schlechte sieht einfach besser aus. Viel besser. Viel besser schaut die aus. Bitte sag's mal. Probieren die billige, Freunde. Mal gucken, wie motivationslos er das sagen wird. Okay, kann ich mich nicht so äußern zu diesem Zeitpunkt. Teure. Einmal billig. Alter, ist das Video schlecht. Also wirklich, das finde ich, verkörper ich nicht. Einige glauben ja wirklich, meine Videos bestehen auch nur daraus. Nein, da ist ja kein Leben in den Videos. Ich spüre kein Leben. Jungs, was war da los? Viel besser. Die billige schmeckt mir aber... Das ist halt wirklich nur Essen und Hochladen. Also das ist ja echt krass enttäuschend gerade. Salat, 5-Sterne-Salat, was soll daran schlecht sein? Boah, nee, komm, das Video ist kacke. Aber ich finde echt, das ist ja der hingeklatschte Müll, den ich hier teilweise gesehen habe. Echt irgendwie traurig. Was schreiben die Leute in die Kommentare? Wäre es sein, wenn ihr nicht gewusst hättet, was günstiger oder teurer gewesen ist? Stimmt, so ein bisschen das Hilfe gewesen. Naja, ich fand das Video irgendwie ein bisschen kacke. Thank you.